Hey, ihr Technikverrückten da draußen! Willkommen auf dem Techniek-Channel. In diesem Video möchte ich dir eine mobile Wallbox von GoE vorstellen. Hey, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Michael. Seit mehr als 20 Monaten bin ich jetzt schon mit meinem Elektroauto unterwegs. Dabei bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Gadgets, die das Leben eines E-Autofahrers erleichtern können. So bin ich auch vor einiger Zeit auf diese Wallbox von GoE gestoßen. Die Vision der Firma GoE, das Laden von Elektrofahrzeugen zu revolutionieren, zugänglicher, effizienter und umweltfreundlicher zu machen und die vielen Möglichkeiten, die diese Wallbox hier verspricht, haben mich echt angesprochen. Und gemeinsam mit dir möchte ich in diesem Video herausfinden, was diese Wallbox alles bieten kann. Lasst uns doch jetzt mal gemeinsam schauen, was die Firma GoE mir für meinen Test zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung der Hardware. Auch wenn mir die Hardware zwischenzeitlich von Herstellern zur Verfügung gestellt wird, findest du auf meinem YouTube-Kanal stets meine persönliche und auch ehrliche Meinung wieder. Zunächst schauen wir uns den Lieferumfang der Wallbox an, dann geht's raus in die Garage, wir montieren die Wallbox an der Wand, nehmen die Wallbox in Betrieb und zu guter Letzt schauen wir uns an, was mit dieser Wallbox möglich ist. Während ich jetzt für dich diese Pakete hier auspacke, könntest du in der Zwischenzeit meinen Kanal abonnieren, das Video mit einem Daumen nach oben markieren und unten einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür! Und dann sehen wir uns gleich mit dem Lieferumfang hier wieder. Zum Lieferumfang gehört zum einen der GoE Charger Gemini Flex in der 11 kW Variante mit einem 16 Ampere CE Stecker. Auf der Rückseite ist bereits die Montageplatte eingerastet. Die Montage zeige ich dir ja gleich noch. Dann erhältst du außerdem noch Montagematerial inklusive einem optional zu montierenden Diebstahlschutz, einen RFID Tag und die sogenannte Reset Karte, ein wenig Informationsmaterial und noch eine Kurzanleitung. Wenn du einen Blick in die Kurzanleitung wirfst, findest du dort nicht nur den Lieferumfang noch einmal ausführlich aufgelistet, sondern auch Informationen zur Montage und zur Inbetriebnahme. Aber das zeige ich dir gleich noch in diesem Video. Jetzt interessierst du dich bestimmt noch dafür, was im zweiten Paket zu finden ist. Dafür räume ich jetzt diesen Tisch hier einmal leer und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Jetzt packe ich noch schnell für euch das zweite Paket aus. Und dann schauen wir uns auch hiervon den Lieferumfang an. Im zweiten Paket befinden sich Adapter für den GoE Charger. Hier findet ihr zum Beispiel einen Adapter, um euren GoE Charger an einer 32 Ampere Drehstromsteckdose anzuschließen. Damit dieser allerdings trotzdem mit 16 Ampere abgesichert wird, ist hier eine 16 Ampere Sicherung verbaut. Außerdem findest du hier einen Adapter auf den sogenannten Campingstecker, falls du sowas mal brauchen solltest. Außerdem gibt es hier noch einen Adapter für den altbekannten Schuko-Stecker. All diese Adapter kannst du entweder einzeln oder als Set separat zum GoE Charger Gemini Flex erwerben. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Kannst du auch nicht länger warten? Dann raus in die Garage, wir montieren den GoE Charger Gemini Flex in der 11 kW Variante bei mir in der Garage. In der Zeit, wo ich nach draußen gehe und alles vorbereite, kannst du dir hier nochmal die technischen Daten ansehen.
In der Garage angekommen, suchen wir uns zunächst einen geeigneten Montageort in der Nähe der CE-Dose. Da die Zuleitung 30 cm lang ist, solltest du dir beim Montageort sicher sein, dass der rote CE-Stecker auch in die Steckdose eingesteckt werden kann. Mein Tipp: Schalte die Sicherung der Drehstromsteckdose aus, stecke dann den Stecker ein und zeichne dir die grobe Position an. Wenn du die Sicherung nicht ausschalten möchtest oder ausschalten kannst, such dir am besten eine zweite Person, die dir helfen kann, die richtige Position zu finden. Wenn du dir die grobe Position angezeichnet hast, können wir den Stecker wieder ausstecken und mit Hilfe der Montageplatte, die sich auf der Rückseite der Wallbox befindet, die Bohrlöcher anzeichnen. Da die Montageplatte abgerundete Kanten hat, setzt du die Wasserwaage am besten auf die beiden Nasen auf. Jetzt lassen sich die Bohrlöcher einfach anzeichnen und du stellst sicher, dass die Wallbox später gerade hängt. Für die mitgelieferten 8er Dübel musst du mit einem 8mm Bohrer 4 Löcher in die Wand bohren. Dann können die 4 Dübel in die Bohrlöcher gesteckt werden, um anschließend mit den mitgelieferten Schrauben die Montageplatte zu montieren. Ich empfehle dir, bevor du alle Schrauben richtig festziehst, nutze noch einmal die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Montageplatte auch gerade montiert ist. Als nächstes schieben wir die Wallbox von oben auf die Montageplatte und stecken danach den Drehstromstecker in die Steckdose. Um die Wallbox mitzunehmen, Stecker raus, Wallbox nach oben abziehen und fertig. Da ich dir aber auch die Inbetriebnahme zeigen möchte, Wallbox wieder an die Wand und Stecker in die Steckdose. Bevor wir jetzt die Sicherungen einschalten, noch ein wichtiger Hinweis. Wie du sicher weißt, müssen Wallboxen mit einem FI-Schutzschalter bzw. Fehlerstrom-Schutzschalter betrieben werden. Diesen erkennst du neben der größeren Bauform im Vergleich zu einem Leitungsschutzschalter unter anderem auch an der Aufschrift RCD oder FI-Schutzschalter. Außerdem besitzt der Fehlerstrom-Schutzschalter eine Prüftaste, in diesem Bild oben rechts. In der Regel findest du auf dem FI-Schutzschalter eine Stromangabe von 30 mA und daneben einige Symbole. Es gibt verschiedene Arten dieser Fehlerstromschutzschalter. Diese sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. Im Normalfall ist bei dir zu Hause der sogenannte Typ A verbaut. Diesen erkennst du an diesem Symbol hier. Da beim Laden von Elektrofahrzeugen nicht ausgeschlossen werden kann, dass es auch zu Gleichstromfehlern kommt, wird für den Betrieb einer Wallbox der Typ B verlangt. Diesen erkennst du an diesen Symbolen hier. Beim GoE-Charger kannst du allerdings auf die Montage eines teuren Fehlerstromschutzschalter des Typs B verzichten, da der GoE-Charger bereits mit einem Gleichstromschutzmodul ausgestattet ist. Überprüfe also vor dem Einschalten, ob deine Drehstromsteckdose neben den 16 Ampere Sicherungen auch mindestens mit einem Fehlerstromschutzschalter Typ A abgesichert ist. Wenn wir das alles überprüft haben, können wir die Sicherung einschalten. Wie du siehst, beginnen die LEDs am GoE-Charger nach dem Einschalten der Sicherung zu leuchten. Zunächst wird ein Selbsttest durchgeführt. Wenn nur noch blaue LEDs leuchten, ist der GoE-Charger bereit für die nächsten Schritte. Das heißt, jetzt kann es in der GoE-App weitergehen. Damit die App dir auch Mitteilungen senden kann, musst du diese hier erlauben. Um einen neuen GoE-Charger einzurichten, musst du unten auf GoE-Gerät einrichten klicken. Danach macht die App dich darauf aufmerksam, dass du bereits mit einem WLAN-Netz verbunden bist. Klicke hier auf Ignorieren. Lege dir jetzt deine Reset-Karte bereit und klicke auf QR-Code scannen. Sofern noch nicht passiert, musst du den Zugriff auf die Kamera erlauben. Danach möchte sich dein Handy automatisch mit dem Hotspot des GoE-Chargers verbinden. Sobald diese Verbindung hergestellt ist, wird automatisch nach einem Gerät gesucht. An der LED-Anzeige am GoE-Charger hat sich bislang nichts geändert. Jetzt wählst du noch dein Land aus, in meinem Fall ist das Deutschland. Und wenn du möchtest, könntest du hier noch ein Technikerpasswort festlegen. Danach tippst du unten auf Weiter. Jetzt werden dir alle WLAN-Netze, die sich im Reichweite des GoE-Chargers befinden, aufgelistet. Sollte dein Netzwerk nicht zu finden sein,
klicke unten auf Mehr Netzwerke. Wähle dein Netzwerk aus und gebe das WLAN-Passwort ein. Drücke dann auf Netzwerk hinzufügen. Wenn die Verbindung mit deinem Netzwerk hergestellt wurde, drückst du unten auf Weiter. Im letzten Schritt legen wir noch ein GoE-Charger-Passwort fest, um den Fernzugriff auf den Charger zu ermöglichen. Nachdem wir unten auf Absenden gedrückt haben, ist der GoE-Charger erfolgreich eingerichtet. Weiter geht's mit dem Öffnen der Charger-Seite. In meinem Fall gibt es ein Firmware-Update, das wir herunterladen und installieren. Den aktuellen Stand des Updates siehst du nicht nur in der GoE-Charger-App, sondern auch an den LEDs des GoE-Chargers. Damit es nicht so lange dauert, lasse ich das Video hier schneller laufen. Wenn das Firmware-Update erfolgreich war, leuchten die LEDs des GoE-Chargers in rosa und grün. Dann startet der GoE-Charger neu. Sobald die LEDs wieder blau leuchten, ist er einsatzbereit. Dann schauen wir uns doch jetzt mal die App im Detail an. Auf der Startseite der GoE-App sehen wir nun, dass noch kein Auto angeschlossen ist. Daher ist der Startbutton auch etwas blasser zu sehen. Ich würde sagen, bevor wir uns die weiteren Funktionen der App anschauen, schließen wir erstmal ein Auto an. Um dein Auto mit dem GoE-Charger Gemini Flex zu verbinden, benötigst du ein Typ 2 Kabel. Wenn du noch auf der Suche nach einem günstigen Typ 2 Kabel bist, dann verlinke ich dir dieses Kabel unten in der Videobeschreibung. Das von mir verwendete Kabel hat eine Länge von 7 Metern und ist für 22 kW dreiphasiges Laden geeignet. Der größere der beiden Stecker kommt in dein E-Auto und den kleineren Stecker benötigen wir für den GoE-Charger. Um dein E-Auto laden zu können, musst du zuerst den kleineren Stecker des Typ 2 Ladekabels in den GoE-Charger einstecken. Wenn du wie ich im Video das Ladekabel vorher nicht ausgewickelt hast, kann es sein, dass dein Kabel sich verdreht. Dann ziehst du am besten den Stecker noch einmal aus, entdrehst das Kabel und steckst ihn erneut in den GoE-Charger. Das andere Ende des Typ 2 Ladekabels stecken wir jetzt in unser E-Fahrzeug. Inzwischen hat es angefangen zu regnen. Bestimmt stellst du dir jetzt die Frage, ob ein E-Auto auch im Regen geladen werden kann. Grundsätzlich ist das Laden des Autos auch bei Regen sicher, da die Isolierung, die Schutzschalter in der Elektroverteilung und die Abdeckung der Ladekabel einen bestmöglichen Schutz bieten. Wenn du deinen GoE-Charger im Außenbereich montierst oder mobil verwendest, ist das gar kein Problem. Laut Datenblatt ist die Wallbox mit IP65 und damit gegen Strahlwasser geschützt und für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. Ich würde den GoE-Charger allerdings nicht liegend verwenden. Sobald das Fahrzeug angeschlossen ist, hörst du, wie das Ladekabel in der Wallbox verriegelt wird. In der Standardkonfiguration des GoE-Chargers beginnt der Ladevorgang im eingestellten Modus. Hierbei hast du die Wahl zwischen drei Modis: Eco, Basic und Daily Trip. Der Eco-Modus steht dabei für umweltfreundliches und kostengünstiges Laden. Hier kannst du entweder deinen flexiblen Stromtarif oder deinen PV-Überschuss zum Laden verwenden. Zur Nutzung des flexiblen Stromtarifs stehen dir derzeit in Deutschland drei Anbieter zur Verfügung. Um die Funktion des PV-Überschussladens nutzen zu können, benötigst du einen GoE-Controller. Solltest du Programmierkenntnisse haben, kannst du auch die API-Schnittstelle des GoE-Chargers nutzen, um das PV-Überschussladen zu realisieren. Beim Modus Basic wird das Fahrzeug ohne spezielle Einstellungen mit der von dir eingestellten Ladegeschwindigkeit aufgeladen. Dabei kannst du die Ladegeschwindigkeit bzw. den Ladestrom entweder über die App oder über den Taster am GoE-Charger einstellen. In der App kannst du außerdem zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden umschalten. Ob du gerade einphasig oder dreiphasig lädst, zeigt der GoE-Charger über die LEDs an. Siehst du einen drehenden Schweif, lädst du gerade einphasig und siehst du drei drehende Schweife, lädst du gerade dreiphasig. Die Drehgeschwindigkeit und die Länge der Schweife signalisieren die Höhe des Ladestroms. Durch die Umschaltung der Phasen wird der Ladevorgang kurzzeitig unterbrochen. Kommen wir jetzt zum letzten Lademodus mit dem Namen Daily Trip.
Hier kannst du zu einer bestimmten Zeit entweder eine bestimmte Energiemenge in dein Fahrzeug laden oder eine bestimmte Kilometerzahl auswählen. Dazu musst du natürlich der GoE-App mitteilen, wie viel kW dein Auto für 100 Kilometer benötigt. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die vier Symbole am unteren Rand der GoE-App. Das erste Symbol bringt uns zurück zur Startseite, also zu der Ansicht, die wir gerade sehen. Das zweite Symbol mit der Bezeichnung Eco bringt uns zur Konfiguration des eben vorgestellten Eco-Modus. Das dritte Symbol mit der Bezeichnung Informationen bringt uns in den Bereich der App, in der wir den Energieverbrauch, die einzelnen Phasen der Stromversorgung, die Frequenz, den Kabelstatus und verschiedene Graphen ansehen können. Unter dem ersten Abschnitt Energieverbrauch kannst du dir den Energieverbrauch pro Nutzer anzeigen lassen. Warum dies sinnvoll sein kann, erkläre ich dir gleich. Sowohl am Ende der Nutzeransicht als auch am Ende des Bereichs Informationen kannst du dir die Daten herunterladen. Dazu öffnet die App deinen Internetbrowser. Wenn du den Link zum Beispiel per E-Mail an deinen PC sendest, kannst du auch dort die Daten abrufen. Kommen wir jetzt zum letzten Symbol, ganz rechts unten in der Ecke. Dieses Symbol bringt uns zu den Einstellungen. Diese sind unterteilt in die Punkte Konfiguration des Ladevorgangs, Sicherheit, Verbindung, Allgemein und Über. Diese alle zu zeigen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Trotzdem möchte ich dir eine Einstellung unter dem Punkt Sicherheit zeigen. Aber zuvor springen wir nochmal schnell ins Studio. Solltest du mehr als ein Elektroauto besitzen, empfehle ich dir die Nutzung von RFID-Chips. Mit Hilfe dieses Chips kannst du dich als Nutzer an deinem GoE-Charger autorisieren. Ein RFID-Chip ist bereits mit deinem GoE-Charger mitgeliefert. Er ist werkseitig auch direkt mit deinem Gerät gekoppelt. Solltest du mehr als einen RFID-Chip benötigen, kannst du diese im GoE-Shop im 10er-Pack nachbestellen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist allerdings auch möglich, beliebige 13,56 MHz RFID-Chips oder RFID-Karten mit deinem GoE-Charger zu koppeln. Jetzt zeige ich dir, wie du einen RFID-Chip mit deinem GoE-Charger koppeln kannst. Dazu wählen wir in der App im unteren Bereich das vierte Symbol mit der Bezeichnung Einstellungen. Hier wählen wir jetzt den Punkt Sicherheit, dann Zugangskontrolle aus und schon entdecken wir den Punkt RFID-Chip. Hier müsste dein mitgelieferter RFID-Chip schon gekoppelt sein. Insgesamt lassen sich bis zu 10 RFID-Chips mit deinem GoE-Charger koppeln. Um einen RFID-Chip mit dem GoE-Charger zu koppeln, wählst du einen der freien Speicherplätze aus und klickst am Ende der Zeile auf Koppeln. Hier kannst du dem RFID-Chip jetzt einen Namen geben. Danach drückst du unten auf Per RFID-Chip. Jetzt musst du den RFID-Chip nur noch vor das Lesefeld an deinem GoE-Charger halten. Bei meinen Tests hat das schon mal einige Versuche gebraucht. Trotzdem habe ich es geschafft, neben den Original-RFID-Chips von GoE auch einen freien RFID-Chip und eine RFID-Karte zu koppeln. Warum die Nutzung eines RFID-Chips auch für dich sinnvoll sein kann, möchte ich dir jetzt einmal genau erläutern. Wir besitzen zum Beispiel zwei Elektrofahrzeuge und würden gerne die Ladedaten getrennt voneinander dokumentieren. Dazu haben wir für jedes Fahrzeug einen RFID-Chip mit dem GoE-Charger gekoppelt. Wenn ich nun das Fahrzeug einstecke, muss ich nur noch den richtigen RFID-Chip vor den GoE-Charger halten und schon wird der Ladevorgang dem richtigen Nutzer zugeordnet. Solange du die Verbindung zwischen deinem Fahrzeug und dem GoE-Charger nicht unterbrichst, also das Typ-2-Kabel angeschlossen bleibt, kannst du den Ladevorgang über die App beliebig oft pausieren und wieder starten. Die komplette Anschlusszeit wird als ein Ladevorgang erfasst und dokumentiert. Das waren sie, die wichtigsten Grundfunktionen des GoE-Chargers Gemini Flex in der 11 kW-Variante. Bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, möchte ich dir noch zeigen, wie du den GoE-Charger Gemini Flex mit Hilfe dieses Adapters an einer normalen Schoko-Steckdose betreiben kannst. Um den GoE-Charger Gemini Flex an einer Schoko-Steckdose zu betreiben, nutze ich den Original GoE-Adapter. Außer einem Hinweis auf 16 Ampere sind auf dem Adapter keine weiteren Informationen zu finden. Also den Drehstromstecker ausstecken.
den Drehstromstecker mit der Drehstromkupplung des Adapters verbinden. Und dann den Schuko-Stecker in eine mit 16 Ampere abgesicherte Schuko-Steckdose einstecken. Danach noch das eine Ende des Typ 2 Ladekabels in den GoE-Charger einstecken und das andere Ende in dein Auto einstecken. In der App kannst du unter dem Punkt Informationen sehen, dass der GoE-Charger nun einphasig angeschlossen ist. Hier mal zum Vergleich die dreiphasige Ansicht. Obwohl der GoE-Charger nun einphasig angeschlossen ist, lässt sich unter dem Punkt Ladegeschwindigkeit der dreiphasige Lademodus auswählen. Trotzdem wird natürlich nur einphasig geladen, auch wenn die Startseite der App hier etwas anderes anzeigt. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit vom GoE-Charger Gemini Flex 11 kW. Hier können wir direkt schon mit der Verpackung beginnen. Die Verpackung besteht komplett aus Pappe und es wurde auf unnötiges Plastik und Schutzfolien verzichtet. Trotzdem ist der GoE-Charger Gemini Flex transportsicher und sehr gut verpackt gewesen. Das finde ich persönlich schon mal sehr gut. Die Montage des GoE-Chargers ist natürlich besonders einfach, wenn bei dir zu Hause schon eine Drehstromsteckdose vorhanden ist. Sollte das nicht der Fall sein, kannst du einen solchen Adapter nutzen, um zum Beispiel deine Schuko-Steckdose zu verwenden. Die Adapter sind aber nicht Teil des Lieferumfangs und müssen separat bestellt werden. Den Link zu den Adaptern findest du unten in der Videobeschreibung. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass mit nur 4 Bohrlöchern und 4 Schrauben die Wallbox fest und sicher bei dir zu Hause montiert werden kann. Trotzdem lässt sich die Wallbox ohne weiteres Werkzeug einfach von der Wand abnehmen und so auch unterwegs nutzen. Die GUI-App ist übersichtlich gestaltet und an vielen Stellen auch schnell ohne Anleitung zu verstehen. Da die Firma GUI aus Österreich kommt, hat sie natürlich in Sachen deutscher Sprache die Nase vorn. Viele nicht-europäische Hersteller haben gerade bei der Übersetzung ihrer Apps häufig Probleme und das führt dann zur Verzweiflung beim Endkunden. Besonders gut hat mir gefallen, dass jeder einzelne Ladevorgang in der App dokumentiert wird. Und wenn ich mir den Link von meinem Smartphone auf den Computer schicke, kann ich mir auch dort jeden einzelnen Ladevorgang ansehen. Und was auch gut ist, dass sich die Ladedaten als CSV-Datei exportieren lassen. Neben dem Dateiexport bietet GoE auch offene Schnittstellen an. So ist es zum Beispiel möglich, deinen GoE-Charger mit anderen Systemen wie zum Beispiel I.O. Broker oder Home Assistant zu verbinden. Zum mobilen Einsatz der Wallbox kann ich zurzeit noch nichts sagen, da die Wallbox bisher nur stationär in meiner Garage genutzt wurde. Wenn dich der GoE-Charger genauso überzeugt hat wie mich, dann nutze doch den Link unten aus der Videobeschreibung, um deinen GoE-Charger zu bestellen oder weitere Informationen einzuholen. Ich würde mich freuen, wenn du mich und meinen Kanal unterstützen würdest, indem du mein Video mit einem Daumen nach oben bewertest. Das hilft dem YouTube-Algorithmus und sorgt dafür, dass meine Videos auch anderen Leuten häufiger vorgeschlagen werden. Du hast meinen YouTube-Kanal immer noch nicht abonniert? Dann solltest du das jetzt nachholen und unbedingt die Glocke aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Vielen Dank dafür! Alle Informationen zu mir, meinem Projekt, alle auf YouTube vorgestellten Produkte und meine Kontaktdaten findest du auf meinem Online-Blog techniek.de. Und wenn du nicht genug von mir kriegen kannst, dann schau doch mal auf Facebook, Instagram und TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video auf dem techniek Channel.